Wie kann ich euch helfen? Ja? Ich werde gehorchen. Naja. Ich bin bereit. Punkt einnehmen. Erwarte mich. Ich bin bereit. Das ist so ein Missionsziel, das ich gerne mal erfülle. Was machen meine Fahrzeuge? Sind das Fahrzeuge? Wenn es auf Beinen läuft, ist es ein Fahrzeug? Leute! Ich verarsche mich hier doch schon wieder. Sichern wir mal schnell meine Außenposten. In angemessener Eile. Da muss ich jetzt, glaube ich, kein schweres Zeug drauf. Da geht's noch runter. Geht's auch runter. Irgendwo da unten ist dann die Mission zu Ende, nehme ich an. Ist der erste Schritt auf der Straße der Enttäuschung. Habt ihr Zweifel an ich euren Zielen? Ich erwarte ihre Anweisungen. Selbst nach dem Tode diene ich noch. Er weiß, greift an! Ich bin das Werkzeug seines Willens. Nehme Schaden! Ja, sollen sie doch angreifen. Ah, die kannst du alle nicht mehr ernst nehmen. Habt ihr Zweifel an euren Zielen? Ich erwarte ihre Anweisungen. In angemessener Weise. Auch auf verrückt nicht so schwer, wie man vielleicht denkt. Gut, kann sich natürlich noch ändern, weiß man immer nicht so genau. Steht hier jetzt dumm rum? Hier steht jetzt dumm rum. Ja, und ich will, dass du da hinten hinläufst, also beweg dich mal. Auch ein Panzer muss das sein. Hältst du da was aus? Ja, da hält das aus. Ignorieren wir einfach, dass der auf uns schießt. So, für den Fall, dass ich noch mehr Truppen brauche. Oh, ich habe nicht genug Energie. Naja. Ich könnte auch Minen bauen, aber... Nehme Schaden! Ach, die haben das jetzt wirklich kaputt bekommen. Ja. Bauroutine 721 eingeleitet. So, Raketenwerfer verriegelt, komm. Oh, nee, die Roboter haben keine Moral. Sie können nichts überfahren, aber sie können Dinger wegschleudern. Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dass sie das können. Das ist so klein Scheiß. Ding nicht für meine Verteidigung, die ich da zum Glück habe. Wieder mal ein Stück zurückgehen. Wobei, ich geht's im Prinzip sehr gut. Die Maschinen nicht so sehr, aber passt schon. Die machen also gar keinen Schaden. Und jetzt hört sie mein Geschütz einfach. Ich erwarte ihre Anweisungen. Jawohl, eure Herrlichkeit.
läuft noch erstaunlich gut. Dritte Mission immer noch easy. Gefällt mir. Da ist schon Spielzeit, geht ja noch. Du weißt schon, dass das Ding irgendwie 4 Add-ons oder so hat. Das könnte noch ein bisschen dauern. Lauf halt nicht alleine da runter, lass doch die anderen ein bisschen mitkommen. Andere möchten auch Dinge zerstören. Ich kann den Feind spüren. 14 Stunden. Was mit den Addons? Ich habe hier immerhin die. Ich bin nicht sicher, was ich für eine Version habe. Es steht auf Tschechisch drauf. Aber. Hallo, lauf dir jetzt mal da runter? Aber was macht. Hallo? Bewegt ihr euch mal da runter, bitte? Halle? Wäre das möglich? Also die Box ist auf Tschechisch oder irgend sowas ähnliches. Könnte auch. Nee, Polnisch klingt, ist halt irgendwie längere Wörter, glaube ich. Die haben so ganz lange komische Wörter. Ich weiß nicht, was das für eine Box ist. Ich habe die irgendwann mal von einem Bekannten abgekauft. Oder. Ich habe keine Ahnung, wo er die her hat. Es funktioniert auf jeden Fall. Und anders als die Behauptung im Internet, funktioniert zumindest unter Wein sehr gut die Auflösungsänderung auf 1920x1200. Sie können also, was meinst du überhaupt mit ja? 14 Stunden für einen Addon oder was jetzt? Hey, ich bin verwirrt. So, weg mit den Türmen. Geist über Materie. Nein, was? Durch Disziplin werden wir obsiegen. Mit der Fino brauchen wir einfach nicht reden. Der erzählt einem nur Lügen. Dass er einem Grafikkarten schenkt und so ein Scheiß. Aber es ist halt immer gelogen. So, warte mal kurz, es geht jetzt. Also, Baracke passt schon. Dinge in die Luft zu sprengen ist immer der richtige Weg. Ich glaube, 4 Addons oder so war das Ding. Oder 3, 4, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob jedes Ding eine Kampagne hat. Ausgeschöpft. Ja, wen juckt. Ich finde schön, wie sie die Fahrzeuge einfach wegschieben, die Dinge. Da ist schon Hauptspiel plus 1 Stunde die Addons. Ich glaube, das wird nicht ganz hinkommen, dass die Kampagnen der Addons so schnell durch sind. Ich hab das Gefühl, das ist nicht so ganz richtig zeitlich. Und tschüss. Oh, sammelt euch mal. Ich glaube, die haben da hinten noch eine Basis, aber. Ich gehe einfach mal da lang. Niemals ermüden. Geist über Materie. Nee, es sind keine Körperstücke, okay. Alles gut. Durch Disziplin werden wir obsiegen. Angriff! Lass mal das da weg, man. Das baut Fahrzeuge, ist böse, das muss weg. Ich habe die Handgranaten, ne? Ich vergesse die Sachen immer nur wieder. Aber Hauptsache, ich hab sie.
Ich finde es schön, wie sie immer diese Baueinheiten hinschicken und die dann getötet wird, weil... Hat Dings überhaupt eine richtige Kampagne? Das ist das Spiel, das ich spätig spielen muss. Also wenn die Grafikkarte tatsächlich irgendwann mal ankommt. Spiel Huhn Fall Flat noch durch oder eher nicht so? Ja, wollte ich schon durchspielen irgendwann noch. Vorausgesetzt, es stürzt nicht wieder ab und friert mein System auf ganz komische Art und Weise ein. Wieso fragst du? Wollen wir das morgen spielen oder was? Disziplin werden wir obsiegen. Alle sammeln, wir hauen hier ab. Wir bleiben nicht hier und kämpfen. Ich bin der größte Ork hier. Und damit Boss von euch, dreckigem Haufen. Wir wollen der Space Marines wegmaschen. Aber dazu brauchen wir alle Boys. Nicht nur so einen schwächlichen Mob wie euren hier. Benutzt dein Schädel nicht nur zum Draufhauen. Wir sind Ochse. Und wir sind fürs Kämpfen und Gewinn gemacht. Ja, alles klar, du bist der Boss. Wir müssen Oberboss Okamungus holen. Er hat Besonderes für die Menschen geplant. Gut, dann nicht morgen. Soll Dark Souls laufen und die Kraka morgen da sein, dann spiele ich vielleicht das. Weiter geht's. Die Verteidigung der Stadt Magna Bonum war erfolgreich. Die Orks griffen uns überraschend, aber nicht unvorbereitet an. Ich werde diese Aliens nie wieder unterschätzen. Es ist nun sicher, dass ihr Hauptangriff der Stadt gegolten hat. Sie haben mit einer solchen Schnelligkeit angegriffen, die ich selbst bei kampferprobten Truppen nicht gesehen habe. Ich habe Berichte von Ork-Clans gelesen, die sich auf schnelle Angriffe spezialisiert haben. Aber ich hätte nie für möglich gehalten, dass sie so koordiniert angreifen können. Es ist fast so, als ob jemand oder etwas sie steuern würde. Die Regimenter der imperialen Armee, die die Stadt beschützt haben, wurden dezimiert und können in den nächsten 24 Stunden nicht verstärkt werden. Die Orks werden schon bald wieder angreifen. Unsere Scouts berichten, dass sich Orks, die den Angriff auf Magna Bonum überlebt haben, 50 Kilometer entfernt von der Stadt sammeln. Zivilisten berichten von einem mächtigen Ork, größer und intelligenter als der Rest, der sie anführt. Sollte die Hauptstadt fallen, ist der Planet verloren. Ich werde das nicht zulassen. So easy. Machen wir the blood. Das Rot wird auch immer mehr auf der Karte, oder bilde ich mir das nur ein? Oder so lange nächste Frage. Alles bereit, Boss.
Ihr zerquetschende Menschen. Dieser Kampf wird der beste in ihr verdammten Leben. Sorg einfach dafür, dass es der letzte Kampf ihres Lebens sein wird. Du gibst mir keine Befehle, Mensch. Wir haben unseren Teil der Abmachung eingehalten, oder etwa nicht? Du wolltest einen neuen Planeten, um Krieg zu führen, und wir haben ihn dir gegeben. Du wolltest gegen die besten Krieger des Imperiums, die Space Marines, antreten. Und nun sind sie hier. Wir haben dich sogar mit Waffen und imperialen Panzern versorgt. Und das Einzige, was wir als Gegenleistung von euch verlangen, ist, dass ihr die Imperialen von unseren Operationen hier ablenkt. Du hast dein Wort gehalten, aber denke nicht, dass du Orks Befehle geben kannst. Verzeih mir. Wir haben die letzten Waffen geliefert. Sie sind in den Händen eurer Diener. Wir gehen nun. Ich bitte dich respektvoll, dass du die Space Marines so lange wie möglich beschäftigst. Wir werden sie mehr als nur beschäftigen. Wir machen sie weg. Der Gedanke, mich mit diesen Kreaturen einzulassen, widert mich an. Die Orks sind ein Werkzeug, nicht mehr. Und ein mächtiges, möchte ich hinzufügen. Oh, vielleicht, aber es gefällt mir nicht, dass wir solche unberechenbaren Aliens mit unseren Waffen ausrüsten. General Bale. Orks sind nicht unberechenbar. Ganz im Gegenteil. Ihr könnt davon ausgehen, dass sie sich gegen euch stellen werden. Aber solange wir sie mit Gegnern für ihre Kampfeslust versorgen, werden sie uns nicht verraten. Sie würden es sich zweimal überlegen, uns zu verraten, wenn wir ihnen unsere Macht zeigen und sie damit einschüchtern würden. Ihr könnt niemanden einschüchtern, der keine Angst kennt. Beschäftigt euch nicht länger mit den Orks. Wir werden bekommen, weshalb wir hier sind, und verschwunden sein, bevor sie mit den Imperialen fertig sind und sich gegen uns wenden können. Warum reden wir mit den Menschen, statt mit ihnen zu kämpfen? Kaspers sind schwach. Wir Orks sind stärker. Wenn sie stark wie Orks wären, müssten wir nicht für sie kämpfen. Wir nehmen ihre Waffen und ihre Hilfe, wenn wir den Menschen schwach gemacht haben. Kommen wir zurück und machen sie auch weg. Satellitenfotos zeigen einen Ork-Aufmarsch in dem Gebiet. Wir müssen eine Basis bauen und sichern, bevor wir den Warboss und seinen Clan angreifen. Kombinieren Sie das heilige Feuer der Whirlwinds mit den Sprungmodulen Ihrer Sturmtruppen. Sichern Sie dieses Gebiet. Oh, morgen muss ich eigentlich ankommen. Ja, bestimmt. Ausspeichern lassen. Aber sicher doch. Letzter Kampf schon? Ich glaube nicht. Also. Schieß jetzt mal da. Hallo? Ich soll ja nicht dumm rumgucken, ich soll die angreifen. Aber wollt ihr mich jetzt irgendwie verarschen?
Hä? Wir stehen zur Verfügung. Verstanden. Wohin, Artilleriepanzer hier? Ja, wo? Wohin hier? Führt uns zum Feind. Wohin, Artilleriepanzer hier? Was dauert denn da so lang? Nicht so langsam feuern. Ich will die